Der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. Von Fans für Fans. So, hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem ersten Auswärtsspiel in dieser Saison. Es geht zum SV Elversberg, genauer gesagt aber nach Saarbrücken, wie ihr bestimmt alle wisst. Ich begrüße dazu den Cheftrainer des FC Hansa Rostock, Andreas Bergmann, und unseren Torhüter Johannes Pommes Brinkies. Vorab, wie immer an dieser Stelle, was die Zuschauererwartung angeht, meine Information an euch: Es werden ca. 500 bis 700 Hansa-Fans mit dem langen Weg ins Saarland antreten. Freuen wir uns sehr drüber, über die Unterstützung. Und wir fangen sonst, wenn ihr keine weiteren Fragen dazu habt, direkt mit Andreas Bergmann an und der Frage, dass du nach dem Spiel dich ja geäußert hast, dass du froh bist, dass du wieder einige Alternativen mehr hast in der Woche. Frage 1 dazu: Wen hast du da mit konkret gemeint und wie sieht es nach der Trainingswoche aus? Wer steht dir dann tatsächlich auch zur Verfügung am Samstag? Ja, in erster Linie habe ich natürlich gemeint den Entwicklungsstand des einzelnen Spielers, dass wir wieder eine Woche mehr haben. Ob es der Nikos ist, der jetzt mittrainiert hat die Woche jetzt, ob es Muki ist, der wieder eine Woche mehr trainieren konnte und dementsprechend natürlich fitter wird. Wir haben ja noch den einen oder anderen Spieler, die später eingestiegen sind, und das natürlich jedes Spiel oder und jede Trainingseinheit und jede Woche, die man zusätzlich hat, natürlich auch auf dieser Ebene gut. Wir werden aber mit einem fast identischen Kader nach Elversberg fahren. Dass Jockel nicht dabei ist, das wissen wir, dass wir da den Wechsel machen müssen. Und dementsprechend bin ich auch froh, dass wir da eine U23 jemanden hat. Der hat einen ganz guten Eindruck gemacht. Du kennst ihn besser als ich, also sind ja schon Weggefährten. Und wie gesagt, die zwei, wo ich mich auch drüber freue, ist über Robin Krause, dass er schon eine Halbzeit in der U23 spielen wird. Hat jetzt ja auch, ist auch eingestiegen und ist ja auch ein sehr talentierter Spieler. Und genau wie Ronny und auch Rick, die auch dann hier bleiben werden. Unseren Griechen lassen wir auch noch hier, der braucht Training, das wäre alles noch zu früh. Und wir haben danach ja auch noch, wir haben das Pokalspiel zwar, aber dann haben wir diese zwei Wochen, wo der auch noch wieder weiter wachsen kann. Und so fahren wir fast mit dem gleichen Kader rüber. Wie läuft es organisatorisch ab? Wann geht es nach Saarbrücken? Wir fahren morgen um 7 Uhr los. Und dann werden wir natürlich diese Fahrt durch Deutschland ab und zu mal unterbrechen, und wenn wir dann da ankommen, wollen wir auf alle Fälle noch ein gutes und kurzes Training machen, weil, glaube ich, das ist wichtig, dass man nach so einer langen Fahrt noch eine kleine Belastung bekommt, noch eine Auflockerung bekommt, dann gut schlafen, und dann wollen wir in Elversberg eine gute Leistung bringen. Okay, Sven Krise? Gleicher Kader heißt automatisch auch gleiche Mannschaft, gleiche Anfangself, bis auf die Torhüterposition logischerweise nicht, oder planen Sie doch größere, aus taktischen Gründen oder aus Leistungsgründen, Veränderungen? Das wird, bin ich noch ein bisschen am Überlegen, haben wir ja heute auch noch mal ziemlich taktisch orientiert gearbeitet. Es kann schon noch die eine oder andere Position sich ändern, und vor allem, das hat dann auch ganz extrem taktisch, aus taktischen Gründen. Weil insgesamt, sind ja alle nicht so in unser Spiel gekommen am Sonntag, waren ja nicht alle jetzt, wo man sagen kann, waren alles Top-Leistungen. Sondern wir haben uns insgesamt einfach schwer getan. Wir haben nicht diesen Mut gezeigt, was wir wollten. Und ganz entscheidend war, dass wir taktisch zwei, drei Dinge nicht gut gemacht haben und so dadurch nie Zug auf den Gegner bekommen haben, nie das Gefühl haben, wir sind richtig dran. Und dadurch, weil die Abstände dann auch zu groß waren, auch zur Innenverteidigung, haben wir nicht diese Kompaktheit hingekriegt. Und das hat zu schwer gemacht. Und das hat uns auch im Aufbauspiel so große Probleme gemacht. Und daran haben wir gearbeitet, und das wollen wir besser machen. Sven? Das ist ja für beide Mannschaften ein Auswärtsspiel. Kann das ein Vorteil sein? Also, das weiß ich jetzt nicht. Es ist immer so eine Sache. Man kann man beim ersten Spiel aushaben, wenn man als auswärts ist und nicht so einen Druck hat. Wie auch immer, Erwartungshaltung. Natürlich ist es kein Nachteil, wenn man nicht in seinem eigenen Stadion antreten kann, wo man vielleicht Gewohnheiten hat oder wo man gewisse Abläufe kennt, dass sie da in Saarbrücken spielen müssen. Und ich bin natürlich super froh, dass so eine Menge Fans, die wir da erwarten und uns da unterstützen werden, das tut uns natürlich gut. Weitere Fragen? Olli Schubert. Wir hatten es vergangene Woche nach dem Spiel gegen Kiel schon
angedeutet, dass Sie mit dem, was die Mannschaft offensiv angeboten hat, nicht so zufrieden waren. Das hat ja den Grundtenor fast aller, die im Stadion waren, getroffen. Wie haben Sie denn in der vergangenen Woche jetzt oder in den vergangenen Tagen daran gearbeitet, dass das ein bisschen besser wird? Ja, indem man einfach gewisse Dinge oder Abläufe erstmal trainiert. Aber das ist ja immer so oft so ein Missverständnis, weil die Offensive konnte nicht gut aussehen, wenn man das Spiel sich in aller Ruhe mal sich abends hinsetzt, eine CD einschiebt und sich das in aller Ruhe anguckt und dann auf Halilin schifft und sagt, er hat keine Leistung gebracht, dann hätte man sehen müssen, wie der einfach hin und her laufen musste. Der hatte nirgendwo mal eine Möglichkeit, wirklich effektiv in den Zweikampf zu kommen, weil die teilweise mit 4-5 Mann hinterm Ball waren und die ihn da praktisch hin und her und wir es nicht verstanden haben. Und das meine ich dann, wenn du taktisch nicht gut geordnet bist, wenn du die Abstände zu groß lässt und du dann auch bei der Balleroberung die viel zu spät hast und du kein schnelles Umkehrspiel hinbekommst, dann siehst du auch offensiv nicht so gut aus. Und da haben wir ihn relativ alleine gelassen und wir sind auch zu weit nach hinten weggesackt. Wir müssen da insgesamt kompakter sein und das war so ein bisschen, für mich war das dieses Gefühl, bei dem, ob es das Bayern-Spiel war oder gerade gegen die Dänen, wo sie das auch sehr, sehr gut gemacht haben, da haben sie das viel überzeugter gemacht. Und in dem Spiel war das erste Mal, jetzt geht um was, Erwartungshaltung, kriegen wir das hin. Also ich habe da so ein bisschen das Gefühl, eher das Gefühl gehabt, dass so die letzte Überzeugung, der letzte Mut uns so ein bisschen gefehlt hat. Ne? Ein paar viele Neue da und klappt das jetzt auch? Erwartungshaltung, man hat ja auch ein bisschen schon im Vorfeld erwartet von uns. Und das haben wir nicht so gut hingekriegt. Wir haben einige Sachen gegen den Ball ganz gut gemacht. Wir haben, ich glaube, das kann man der Mannschaft attestieren, dass sie sehr leistungsbereit war, dass sie viel gelaufen ist. Aber wir haben es uns unnötig schwer gemacht. Und ich habe ihnen auch gesagt, wir müssen frecher sein, einfach frecher, mutiger und viel mehr das umsetzen, was sie eigentlich im Training immer andeuten. Und das werden wir wieder versuchen. Okay. Nochmal was zum Gegner. Die sind ja im Prinzip zu diesem Drittliga-Aufstieg gekommen. Damit haben sie gar nicht gerechnet, denke ich mal. Sie sind Zweiter in ihrer Staffel geworden, gegen die zweite Mannschaft von 60 München sich dann durchgesetzt in letzter Sekunde. Bei vielen werden sie als ganz sicherer Abstiegskandidat gehandelt. Macht es gerade am Saisonanfang besonders schwer, gegen so eine Mannschaft dann zu spielen? Ich glaube, es ist grundsätzlich am Saisonanfang, wo alle Mannschaften ja noch nicht so auf dem Level sind. Und das haben wir ja selbst bei uns ja auch erfahren. Dass es dann immer gerade für Mannschaften, die vielleicht in Anführungsstrichen, wo man es vermutet, das ist ja jetzt erstmal ja nur eine Vermutung, ich glaube, die haben auch eine Menge an neuen Spielern dazu bekommen und wie die sich einspielen und sind ja auch einige Spieler wie Jungwirth da drauf und Bastjuk, die haben ja schon einiges hinter sich, also das wäre jetzt schlimm, die vielleicht sogar zu unterschätzen, sondern gerade jetzt am Anfang, wo eine Euphorie da ist, wo vielleicht auch eine Situation entstanden ist, wo man sonst nicht mit gerechnet hat und da jetzt diese Möglichkeit hat, in dieser Liga zu spielen. Also es wird mit Sicherheit wieder sehr intensiv, das wird ein sehr zweikampfbetontes Spiel werden. Und da müssen wir uns wehren, aber wir müssen insgesamt mutiger auftreten. War es schwer, was für die Mannschaft in Erfahrung zu bringen über den Gegner? Oder ist ja nun keine sehr etablierte Mannschaft? Ne? Nein, aber man hat natürlich, es gab einmal die Möglichkeiten der Medien halt, dass du das Spiel ja bekommst und du kannst zumindest das Spiel dir auf Video oder im Fernsehen dann angucken. Die Qualität ist nicht immer die beste im Moment da, das ist dann einfach so. Aber man kann schon einiges erkennen und auf einiges sich einstellen und zumindest Besonderheiten so ein bisschen rauspicken. Aber für uns galt es viel wichtiger, uns erstmal wieder weiter nach vorne zu schieben. Und das Spiel von Kiel, das haben wir uns eher genauer angeguckt und gesagt, wo wir es nicht gut gemacht haben, wo wir einfach durch einfache, kleinere Dinge, die dann so eine ganze Koppel dann hinter sich ziehen, an kleinen Fehlern, die wir durch nur eine bessere Zuordnung, nur eher raufschieben, nur hinten nicht tief wegfallen, ein bisschen mutiger sein, damit die Räume enger werden, dann hat man viel eher Zugriff auf den Gegner, dann hat man viel besseres Gefühl, wenn man Zweikämpfe gewinnt, dann ergibt es eine ganz andere Dynamik auf dem Platz, als wenn man so da hin und her schwimmt und nie so ein richtiges Gefühl von bekommt, dass man dran ist. Und daran haben wir gearbeitet und das wollen wir besser machen und da haben wir echt mehr auf uns geguckt. Sven? Ich höre da so ein bisschen raus, dass Sie auch wieder einen defensiven Gegner erwarten, vor allem defensiven Gegner. Wollen wir es mal so, ich glaube auch, dass er wieder sehr kompakt sein wird, mehr tief und uns wieder bespielen lässt. Davon gehe ich aus, ja. Aber auch wenn das so ist, dann muss man halt trotzdem
Man hat ja immer diesen Respekt, dann kommt plötzlich der lange Ball oder irgendwie sowas. Aber wenn man es trotzdem kompakt macht und dann auch den, wenn es dann auch schwer ist, und das haben wir auch nicht gut gemacht, wenn man dann einen Ballverlust hat. Und da hinten war irgendwo ein Ballverlust, da waren wir zu weit weg, um sofort ein Gegenpressing zu starten. Und das haben wir, was man auch ein bisschen erklären kann, da brauchen wir einfach auch noch eine Zeit. Wir sind so neu zusammengestellt und auch diesen Mut zu haben, das umsetzen zu wollen und diese Überzeugung zu haben und diese Mentalität zu entwickeln. Und das geht nicht von heute auf morgen. Olli. Haben Sie so ein bisschen Angst vor dem totalen Fehlstart? Weil Sie haben es ja selber gesagt, die Erwartungshaltung gegen Kiel war gerade im Umfeld groß. Dann war es in Anführungsstrichen nur ein Punkt, das mag ja jeder bewerten für sich selbst, wie er mag. Aber wenn es jetzt in Elversberg schief gehen soll, haben Sie ein bisschen Angst davor, nee, mit dem Szenario beschäftigt? Nein, ich habe keine Angst. Angst wäre völlig falscher Ratgeber. Dann nein, das kann passieren, das weiß man nie. Wir können 47 Mal die Latte treffen und die machen eine Standard. Also nein, weil du musst mit der Mannschaft den nächsten Schritt gehen. Wir wollen entwickeln und ich weiß auch, dass es hier noch Widerstände geben wird. Aber das weiß man von vornherein, wenn man so ein Projekt startet. Und gleich nach dem ersten oder zweiten Spiel da schon anfangen, Angst zu haben, dann das wäre ein schlechter Ratgeber. Sie sollen überzeugt sein und was kann denn passieren? Gut, dann ne, kommt das nächste Spiel und ran an Speck. Aber nicht verhalten sein, weil dann ich glaube, und das hoffe ich, dass ich es erfahren habe, wenn man zu ängstlich ist und wenn man immer nur auf Vermeidung ist, bloß nicht irgendwie nur auf Vermeidungsstrategie, dann sieht man, und das hat man ja hier auch gesehen, wo man dann landen kann, wenn man nicht mehr überzeugt ist und wenn man nur noch reagiert. Olli? Wir haben nochmal eine personelle Frage. Man hat so das Gefühl, dass vielleicht ein, zwei Spieler doch noch bestrebt sind, den Verein zu verlassen. Wie stehen Sie diesen Bemühungen oder diesen Ideen dieser Spieler gegenüber? Sprich, gibt es Spieler aus dem Kader, wo Sie sagen, okay, wenn da ein vernünftiges Angebot da ist, wenn dieser Spieler nicht mehr bereit ist, hier mitzuziehen, dann können wir ihn gehen lassen? Ich sag's mal so, jeder Spieler, der nicht bereit ist, hier spielen zu wollen, da habe ich kein Interesse dran. Aber mir hat das noch keiner signalisiert, wenn einer mal unmutig ist oder einer aus Emotionen heraus sagt, Mensch, mein Gott. Aber wenn einer wirklich direkt sagt, ich bin nicht bereit, dann kann er, und ich glaube, dann will auch die Mannschaft mit ihm nicht mehr arbeiten. Was ist denn das für einer? Wenn ich nicht bereit bin, Leistung zu zeigen im Profifußball. Ich habe aber um das Aktuelle jetzt zu nehmen, ob es jetzt Johann war, der gesagt hat, Mensch, ich habe es jetzt auch nur jetzt gehört, dann finde ich es ein bisschen früh, nach dem ersten Spieltag gleich schon sowas anzudeuten. Aber ich muss aber auch sagen, er signalisiert im Training nicht annähernd das, was dann vielleicht aus diesem, was er angedeutet hat, vermuten lässt. Nein, überhaupt nicht. Der haut sich rein und mir gegenüber nicht einmal oder gegenüber der Mannschaft. Das weiß ich jetzt nicht, was in der Kabine manchmal passiert. Da will ich auch nicht immer da sein. Was ist gut, wenn eine Mannschaft selbst eine Dynamik entwickelt, das ist wichtig. Aber das habe ich, glaube ich. Ich glaube, er ist eine Enttäuschung. Das ist ja so eine Summe, so eine ganze Summe. Er ist neu angefangen, hat sich bemüht und ist gleich beim Ersten, ist nicht dabei. Dann sind noch ein, zwei Verpflichtungen getätigt worden. Und dann kommt so ein Spieler in so eine Situation rein. Ich finde sie von ihm nicht so top geschickt, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Das macht überhaupt nichts aus, ob er bei mir spielt oder nicht spielt. Mir signalisiert er, er muss mir auf dem Platz zeigen und er muss mit der Mannschaft alles versuchen, um für Hansa erfolgreich zu sein. Und dann habe ich kein Problem, wenn ein Spieler mal ein bisschen was erzählt, was ihn gerade belastet, und dann ist gut. Naja, es war ja für einige dann noch ein bisschen überraschend, dass sie einen, ich sage mal vorsichtig, rundlich wirkenden Mustafa Kucukovic vorgezogen haben, dem besten Torschützen der vergangenen Saison in der Schlussphase. Vielleicht hat das ja da auch eine Rolle gespielt. Wenn man ein bisschen das Spiel beobachtet hat und gesehen hat, wie wir und wie die gestanden haben, und dann einfach nur den Zeitraum nimmt, die Art, wie jemand spielt und das Tempo, was jemand hat, dann weiß man, warum das geschehen ist. Also da, das ist ja mehr als eindeutig. Wir hatten eine andere Situation vor, die wir eigentlich schon kurz davor hatten. Und da ist halt die Situation mit dem Torwart entstanden, wo dann wieder was kaputt gemacht worden ist. Aber so kurz vor Schluss, das war schon wohl überlegt. Sven? Ich versuche den Kreis mal zu schließen. Das heißt, Sie wollen weiter mit Johann Plath zusammenarbeiten und würden es ungern sehen, dass er Rostock verlässt. Genau so sieht es aus. Wenn er sich weiter bemüht, und das tut er, also für mich, um das hier mal klarzustellen, für mich ist das überhaupt keine Frage.
Ich habe jetzt nur mitgekriegt, dass er ein bisschen da aus der Emotionen, aus der Enttäuschung was erzählt hat. Und, aber jetzt aufgrund der Frage antworte ich einfach, da ich überhaupt kein Problem. Null. Kreis geschlossen, alle Fragen beantwortet. War ein guter Kreis. Sehr gut. Dann bedanke ich mich, Andreas, und wir machen fliegenden Wechsel auf Pommes. Hätte ich auch heulen können. Ja. Herzlich willkommen auch dir, genau. Wie der Trainer gesagt hat, du hättest auch heulen können, und zwar bei der Entscheidung letzte Woche nach Trainingslager. Und gerade auf der Torwartposition ist es ja so, dass tatsächlich nur einer spielen kann und es auch schwer ist, dann reinzurutschen, wenn die Saison unter normalen Umständen. Wie hast du das aufgenommen, die Entscheidung? Ja, zu heulen war mir nur nicht zumute. Ja, natürlich, ich musste das hinnehmen so, ich musste es erstmal schlucken. Torwartposition ist nun mal so, dass nur einer spielen kann, dass nur einer anfangen kann. Das war ich in dem Moment nicht. Ich musste es hinnehmen, ich musste damit professionell umgehen, weil es geht ja um die Mannschaft. Es geht um Hansa Rostock, dass der Verein punktet, dass der Verein Erfolg hat. Und ja, da musste ich einfach zurückstecken und dann musste ich einfach weitermachen, Gas geben, weil ein bisschen später war ich ja dann gefordert, da musste ich halt da sein. So ist es, als du dann da sein musstest, was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du gesehen hast, Jockel bekommt jetzt die rote Karte und du musst gleich hellwach sein? Was ist da so der erste Gedanke, der einem durch den Kopf schießt? Oh, das, so viel nachgedacht habe ich gar nicht, weil ich musste mich schnell fertig machen. Es ging von jetzt auf gleich, musste ich halt auf den Platz, ins Tor rein. So viel ist mir gar nicht durch den Kopf gegangen. Ich habe mich halt auf die Situation eingestellt, auf den Freistoß. Und am Ende hat es ja ganz gut geklappt. Erik Peters von der Bild-Zeitung. Witterst du denn jetzt eine neue Chance? Oh, erstmal wollen wir in Elversberg erfolgreich sein. Dann wollen wir gegen Stuttgart 2 erfolgreich sein und was danach ist, das ist Trainersache, das werden wir sehen. Ja, Elversberg, man hat das irgendwie schon mal gehört, aber so richtig eine Verbindung dazu kriegt man schlecht hin. Ne? Also es ist nun kein Traditionsverein, wo man sagt, Mensch, wollte ich immer schon mal gegen spielen. Motiviert man sich gegen so eine Mannschaft? Boah, das ist kein Problem, das ist nicht so schwer. Ist ein Ligaspiel, ganz normale Wertigkeit wie jedes andere Spiel auch. Wir wollen da gewinnen, das ist das Ziel. Daraufhin arbeiten wir und egal wie der Gegner heißt, wir wollen ihn schlagen. Olli? Die Mannschaft ist ja nach dem Bayern-Spiel zu Recht von vielen Seiten gelobt worden. Dann vergangene Woche das Spiel gegen Kiel, wo man ja schon so ein bisschen zwischen den Zeilen durchgelesen hat, dass es vielleicht so ein bisschen auch die Gesamtsituation war, Drucksituation, Erwartungshaltung und so weiter und so fort. Kriegen wir es hin, dass die Mannschaft ähnlich wie gegen Bayern spielt jetzt in Elversberg, oder was glauben Sie? Ist es auswärts vielleicht, um einfach zu fragen, etwas einfacher als zu Hause? Oh, das weiß ich nicht, weil wir haben ja in vielen Stadien haben wir lautstarke Fans dabei, die das Auswärtsspiel ab und zu mal zum Heimspiel gestalten. Natürlich wollen wir so spielen wie gegen Bayern. Wir wollen erfolgreich spielen. Wir wollen die Spiele gewinnen, so viele wie möglich. Und wenn es mal ein dreckiger 1-0-Sieg ist, dann ist uns das auch recht. So, also natürlich wollen wir guten Fußball spielen, aber wir wollen in erster Linie erfolgreich sein. Was glauben Sie, wie wird Elversberg gegen Sie auftreten? Ähnlich wie Kiel, sehr kompakt stehen? Pff, ja, das werden wir sehen. Ja, es ist ein Aufsteiger, das ist das erste Heimspiel, auch wenn sie in Saarbrücken spielen, aber ist ja ein Heimspiel für die. Werden wir sehen, wir wollen unser Spiel durchziehen. Wir wollen, wie gesagt, erfolgreich sein, wir wollen das Spiel gewinnen, klar, und dann ist es alles eigentlich egal, wie Elversberg spielt. Wir wollen unser Spiel gestalten. Sven? Als Torwart ist es ja vor allem wichtig, dass man die gegnerischen Stürmer kennt und die Standards ausführen, Elfmeter beispielsweise. War es da schwer, Informationen zu kriegen von denen? Da bin ich noch dabei, aber ein Altbekannter ist ja dabei mit Felix Lutz, der ja in Burghausen gespielt hat. Den kenne ich davon noch, aber da bin ich bei, mir ein paar Informationen einzuholen. Als Torwart hat man ja auch einen guten Blick so auf die eigene Mannschaft. Erstmal bei dir war es in dem Fall erstmal von der Bank eine Stunde lang und dann selber aus dem Spiel heraus. Was hast du denn so festgestellt, wo es da gehakt hat? Was war das aus deiner Sicht, was da nicht so richtig funktioniert? Ja, ähnlich wie der Trainer das schon gesagt hat. Wir haben das ja analysiert Mitte der Woche. Und ja, der Trainer hat es ungefähr, oder ich war der Meinung wie der Trainer, als wir halt immer ein bisschen zu weit weg waren. Aber das haben wir aufgearbeitet, analysiert mit dem Trainer zusammen.
Und das wollen wir jetzt am Samstag besser machen. Olli. Komische Situation mit Tobias Werk jetzt auswärts zu fahren als zweiten Torwart, oder? Also Sie kennen sich aus der zweiten Mannschaft, da haben Sie ja zusammengearbeitet, daher ist man sicherlich unbekannt, aber trotzdem ungewohnte Situation, oder? Jetzt sind Sie der erfahrene Hase. Ja, vom Alter her nicht, er ist ja schon ein paar Jahre älter als ich. Nö, aber ich mag ihn vom Typen her, mag ich ihn gerne. Wir kommen gut miteinander klar und total angenehmer Typ. Ja, ist ehrlich, sicherlich erfreulich für ihn, dass er dabei ist. Ja, ich mag ihn. Und er ist auch relativ lange schon im Verein. Das ist ja auch mal eine nette Abwechslung für ihn, mal bei den Profis mit reinzuspielen. Ja, absolut, absolut, ja. Er war ja zwischenzeitlich, er hat ja hier in der Jugend gespielt, zwischenzeitlich in Malchow, 1-2 Jahre, und dann war er wieder da. Und ihm liegt der Verein halt am Herzen. So, er kommt, ich glaube, es gebührt der, also er kommt aus Wahren, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und er ist halt mit dem Verein tief verwurzelt und hat viele Jahre hier gespielt. Und für ihn ist es einfach ein Highlight, dabei zu sein. Das freut mich für ihn. Meine Frage noch zu den Wetterbedingungen, an beide vielleicht auch. Es wird ja sehr heiß werden dort. Wir sind ja hier von der ganz großen Hitze eigentlich durch den Wind hier die meiste Zeit noch verschwunden liegen. Wie stellt man sich darauf ein? Als Torwart ist man natürlich nicht ständig auf Achse. Das ist natürlich ein bisschen einfacher als für einen Feldspieler. Und wie bereitet man sich auf so ein Spiel vor? Im Vorfeld, glaube ich, ist ganz viel, ganz wichtig, ganz viel zu trinken. Das wird ja ein sehr intensives Spiel. Ich habe schon von der großen Hitze da gehört. Ja, also ich persönlich bereite mich immer gut darauf vor, mit einer Menge Wasser vorher trinken. Und dann hilft mir das eigentlich ganz gut. Aber wie jeder Spieler das handhabt, das muss er selber wissen. Andreas, vielleicht auch nochmal ein Wort dazu? Ja, wir haben ja, deswegen sind wir auch nicht unbedingt ausgewichen, dass wir zumindest viele Einheiten auch um 15 Uhr oder dann gemacht haben, wo es auch relativ... Wir hatten hier auch schon ganz gute Temperaturen auf dem Platz und haben da auch die Trainingszeiten durchgezogen und auch gerade mehr in Spielformen, die auch ein bisschen am Stück ein bisschen länger waren und auch ein bisschen komplexer waren. Und dann natürlich, du kannst natürlich diese Temperatur da unten, die schon noch ein bisschen anders ist, stickiger ist, nicht optimal simulieren. Das geht nicht. Aber wichtig ist, dass umso wichtiger ist, dass wir uns, dass wir wirklich sehr gut organisiert sind, dass wir uns viele Laufwege auch ersparen, indem wir sehr gut kompakt stehen, indem wir uns gute Balleroberungen holen und dementsprechend, was wirklich ganz wichtig ist, dass eigentlich regelmäßig getrunken wird. Über jeder Möglichkeit, wenn es dann so wirklich diese Hitze hat, dass man das immer wieder nutzt bei Unterbrechungen, was zu trinken, weil das ist, dann trinken, das ist wirklich wie tanken. Weil es einfach entscheidend für die Energieumsetzung, dass du Flüssigkeit hast. So, gibt es noch Fragen an Johannes Brinkies? Alles beantwortet. Dann bedanke ich mich für den Besuch. Wir sehen uns Sonnabend.